K-Dur als Barré gegriffen sieht folgendermaßen aus. Der Griff wird so gegriffen und sollte so klingen. Das Besondere an dem Griff ist auch wieder, ihr habt einen Barré im zweiten Bund, den Zeigefinger über alle Saiten. Und dann setzen wir die restlichen drei Finger im vierten Bund auf die zweite Saite von unten, die dritte von unten und die vierte von unten, also auf die H-Saite, auf die G-Saite und auf die D-Saite, jeweils diese drei Finger und der Barré dazu im zweiten Bund. So sieht das Ganze dann aus und ergibt im Klangbild ein H. Thank you.